So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, zum neuen ATS-Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Ja, Leute, es ist heute schon relativ spät, 9.19 Uhr. Ich habe eigentlich verschlafen, mehr oder weniger. Ist mir eigentlich überhaupt noch nie passiert. Hab dann beim Fenster rausgesehen und oh shit, es schneite in der Nacht. Wir haben hier wirklich Schnee und ja. Ist nicht so mein Ding. Ich kann es nicht ändern. Meine Finger sind eiskalt. Ich war gerade Abfahrtskontrolle machen. Die sind total, total beinahe verfroren. Unvorstellbar. Ich mache mich jetzt auf den Weg und bin total angepisst in Wirklichkeit über dieses Scheißwetter hier. Aber die ganze Jammerei hilft dir eigentlich gar nichts. Wir müssen da jetzt durch. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Bend. Und müssen dort abladen. Also wir machen das Beste aus dem Tag. Wetter ist ja wirklich, es ist ja wirklich sehr schön, ein wirklich sehr schöner Tag, aber also dieses Weiß, ich sag's euch, meine Güte. Im Bend werde ich mir dann auch irgendwo diese Werkstätte suchen, damit ich dieses Sonnenschild irgendwie verändern kann. Ich hoffe, die haben da was. Da ist mir die Sicht einfach zu stark genommen. Alles weiß hier. Ja, aber so ist es einfach in dieser Jahreszeit. Du kannst den feuchten Dreck in Wirklichkeit helfen. Aber was macht der? Halleluja, der überholt per Gegenverkehr. Noch dazu beim Sheriff. Na, der kann sich jetzt was anhören. Alter Schwede. In dem Sinne haut möchte ich jetzt nicht stecken. So, da können wir unseren Beat mal ganz schön laufen lassen hier. Wobei ich schon aufpassen muss, dass ich nicht eine zu sportliche Fahrweise an den Tag lege. Ich weiß das schon. Meinen Gasfuß etwas zurücknehmen.
So, wie sieht es mit Diesel aus? Drei Viertel voll. Ja, super. Perfekt. Ich hoffe, dass ich mir eine gute Anschlusstour im System buchen kann. Das wäre mir jetzt noch wichtig. Wieder runter in die Heimat, wo es dann hoffentlich kein Schnee liegt. Vielleicht sollte ich schauen, ob ich nicht mehr Richtung Mexiko meine Touren ergattere. Da habe ich dann dieses Wetterthema nicht wirklich am Tisch. Snow Zone, alles klar. Das sehe ich auch mit freiem Auge, liebe Leute. Schon wieder Mittag heute. Die Zeit vergeht. Also ich kann es euch sagen, unbeschreiblich. So, wir fahren da ganz kurz mal ran. Ich habe gerade gesehen, dass die Cam nicht die richtige Position hat, die Wheelcam nicht die richtige Position hat. Ihr werdet mich ganz kurz entschuldigen. Die verdreht sich leider immer wieder, die Cam. Einen besseren Platz dafür habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, muss ich jetzt fairerweise gestehen. Die steht bei mir am Rechner. Und nachdem die da einfach so oben positioniert ist, ohne einer bestimmten Halterung, verrutscht mir die immer wieder mal. Und wenn mir das nicht gleich auffällt, dann bitte ich euch natürlich hier um Entschuldigung. Scheiße, jetzt kann ich auf die Wiegestation auch noch. Gut, dann fahren wir da drauf. So.
Vielen Dank für Ihre Kooperation. Bitte gern. 75.000 Pfund gut. So, tatsächlich kommt einer. Naja. So, irgendwo sollten wir dann mal eine kurze Pause machen. Wäre nicht so verkehrt. Ah, Volvo in Gelb. Gut, wir haben noch 3 Stunden bis zum Ziel. Wenn jetzt keine Möglichkeit mehr kommt für eine Pause, dann fahre ich wirklich durch.
So ein Paragleiter, oder? Oh. Und wir kommen immer weiter links. Plaster and Sands, aha, die findet man wirklich überall. Und wir sind in Burns. Naja, Pause machen wir wirklich gerne mehr. Wir ziehen jetzt durch bis Bend. Was soll's? Was ist da passiert? Ein Rohrbruch oder so,
So, wirklich weit kann es ja nicht mehr sein jetzt. Ah, da wäre auch kein guter Platz zum Stehenbleiben. Das kann man sich mal merken. Schön viel Platz. Wenn du mit dem Ding drehen musst, das ist immer eine kleine Herausforderung. Zumindest für mich. Und wieder ein Volvo, also Volvo sieht man jede Menge hier. Das muss schon wirklich ein sehr gutes Fahrzeug sein, wenn mit dem so viele fahren, echt. Aber ich stehe hier auf meinem Pit. Absolut. Das ist ein geniales Fahrzeug. Zumindest für mich. Aber es liegt alles immer im Auge des Betrachters. Es ist einfach so. Ja, da hinten die Sonne, die blendet richtig, aber wunderschön. Richtig schöner Sonnenuntergang. Wir haben es jetzt beinahe 17 Uhr. Es war eigentlich ein relativ kurzer Tag heute. Vielleicht sollte ich dann noch meine Mails checken oder so oder irgendwelche administrativen Tätigkeiten verrichten, weil eine Tour bekomme ich heute sowieso keine mehr. Dass ich weiterfahre, ich bleibe dann dort in Bend auf alle Fälle stehen, bleibe dort über Nacht und werde mich dann morgen darum kümmern, dass ich da eine Rückfracht irgendwo ergattere.
alle Fälle wird da die Vegetation jetzt viel, viel dichter. Man merkt, dass man da weiter in den Norden raufkommt. So, dann müssen wir rechts rein. Und da vorne geht es jetzt links. Das müsste eigentlich die Firma sein. Frage ist, wo es da zum Abladen geht. Normalerweise hinten irgendwo, würde ich jetzt mal glauben. Aha. Gut, dann fragen wir da mal, ob es da jetzt zum Abladen noch geht heute. Wir haben es ja schon. Ja, es ist schon verdammt spät, ob die jetzt noch arbeiten. Gut, mal abstellen, Bremse rein, springen wir raus, mal schauen. Ach, da jetzt drauf springen, alter Schwede. Oh, oh. Keiner mehr da, das habe ich befürchtet. Gut, dann wird es erst morgen wieder früh zum Abladen, befürchte ich mal. Check noch schnell meine Mails. Was haben wir da? Das ist der Steuerberater, ist nicht wichtig. Ein Mail vom Sven Max. Was schreibt er da? Hallo Hermann, du hast doch in Phoenix eine Garage, nachdem ich da einen tollen Auftrag bekommen habe, mit nationalem Interesse. Brauche ich in der Nacht vom 14.02. einen bewachten Parkplatz? Alter Schwede. Ich würde dann am Abend zu deiner Garage kommen und dort die Nacht gerne verbringen. Nachdem die Ladung schon nicht alltäglich ist, stelle ich mir einen Zug hinter deiner Halle ab. Die Nachbarn brauchen ja nicht unbedingt alles zu sehen. Aber was meint er da? Er schreibt dann weiter: Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir das ermöglichen könntest. Beste Grüße, Sven Max. Ja, da muss ich mir jetzt die Mail raussuchen, die Telefonnummer raussuchen vom Sven. Den werde ich dann mal anrufen, was da dahinter steckt. Grundsätzlich kann der natürlich gerne meine Garage nutzen, ist überhaupt kein Thema, aber nationales Interesse. Bewachter Parkplatz. Ja, bewacht, der ist grundsätzlich ja verschlossen. Also gut, wir werden das klären. Ich werde den Sven anrufen, was da genau der Hintergrund ist. Nicht, dass wir da in Teufelsküche kommen oder so. Und dann schauen wir weiter. Also Leute, in dem Sinne, Abladen funktioniert sowieso heute nicht mehr. Ich hau mich hinten auf die Pritsche. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hermi.